Hallo, mein Name ist Florian Klink, ich bin Chefredakteur der Wiener Wochenzeitung Falter und soeben war eine Staatsanwältin der WKStA bei uns und ich erzähle euch jetzt warum. Im Zimmer nebenan war gerade eine Staatsanwältin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Christina Jelik. Sie war die Anklägerin im Fall Ibiza und im Casinos-Akt. Sie hat die heikelsten Akten der Republik behandelt. Und ich habe gerade mit ihr und mit dem ehemaligen Chef der Korruptionsbehörde BIA, Büro für interne Angelegenheiten, ein Interview geführt. Warum? Weil diese Woche das Antikorruptionsvolksbegehren startet und sowohl Frau Jelik als auch Herr Kreutner sagen, es reicht. Es reicht, dass der Rechtsstaat unterwandert wird. Es reicht, dass verfassungsmäßige Organe, der Verfassungsgerichtshof, aber auch Anklagebehörden beschimpft, beleidigt und diskreditiert werden. Und das Ganze sei nicht bloß ein parteipolitisches Hickhack, sondern es gebe ein systemisches Problem mit Korruption. Und deshalb haben wir die Titelseite des Falter heute dem Antikorruptionsvolksbegehren gewidmet. Sie lesen darin nicht nur das Interview mit Frau Jelik und Herrn Kreutner, sondern auch eine kleine Überraschung über die Kronenzeitung und über einen ehemaligen Ressortleiter, der erstmals ganz offen darüber spricht, wie Medienkorruption in Österreich funktioniert.